Sicht Davids Marines. Okay, aufsitzen und dann machen wir diese Scheiße X fertig. Ach so. Die Panzer müssen weg. Gerade los, geil. Ich darf wahrscheinlich auch nicht so hoch mit mir. Ja, fuck. Also die Maschinengewehrtypen waren es garantiert nicht. Ja, ich sollte nicht so schnell hoch mit mir. Endlich, Davids Marines. Okay, aufsetzen und dann machen wir diese Scheiße X fertig. Okay, den haben wir. Ja, da wissen wir, was mich so... Ja. Ach, wir sind auch noch solche Panzerfausttypen. Sag mal, wo kommt denn das her? Hier hin? Ah, scheiße, ich glaube, ich habe den Typen hier erledigt. Okay, das waren alle Panzer. Hey, ich war noch nicht fertig. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Jetzt müssen wir nur noch unsere Einheiten in der Stadt treffen. Dann können wir den Palast säubern. Ich weiß, die Sache mit der neuen Sonne macht euch zu schaffen. Aber wir müssen uns auf unsere Mission konzentrieren. Ja, und nun sind wir wieder in diesem Ladebildschirm, den ich immer noch ziemlich cool finde, obwohl es im Grunde genommen eigentlich nur ein 3D-Modell ist, was man hin und her bewegen kann. Ja. Also, für die, die jetzt erst eingeschaltet haben... Er hat's getan. Vesari hat seine eigene Stadt ausgelöscht.
Offizier! Und Sie wollen Marines sein? Los, hoch mit euch, verdammt! Ihr alle! Wir sind noch nicht fertig! Ohne mich, Mann! Ich schnappe mir Vesari! Ich werde nicht warten, bis uns eine scheiß Armee erledigt! Was soll's? Wir sind eher am Arsch. Wie sieht's aus, Seth? Der Rest unserer Sturmeinheit hat gerade gemeldet, dass zwei ganze Hellgast-Regimenter auf dem Weg zu uns sind. Reddicks Leibwache ist die Vorhut. Die sind sicher angepisst, dass ihre Stadt zerstört ist und wollen uns die Eingeweide rausreißen. Also ja, Natko hat recht. Wir sind sowieso am Arsch. Aber das hat uns noch nie gestört. Okay, zeigen wir es ihm. Ja, wir bewegen uns Richtung Finale. Ja. Gehen Sie zu dem Feld im Süden! Was ich noch sagen wollte, als wir unterbrochen wurden, von der Zwischensequenz. Ja, die Bewegung in den Ladebildschirm, das mache ich, indem ich den Controller hin und her bewege. Ich versuche jetzt gar nicht erst irgendwie gegen die MG anzukämpfen. Ich versuche jetzt erstmal so weit wie möglich vorzurücken und halt irgendwie um die Flanken zu gehen. Ist vielleicht eigentlich nicht ganz so clever, was ich jetzt gerade hier mache. Zumindest so hinrennen. Ich hätte eigentlich mehr von Deckung zu Deckung pushen können. Ah, das ist die große Kanone. Geilen Sound um mir. So dieser Nachhall. Weiß ich, wie es dann im Video klingt, aber so klingt das geil. Und normal über meine Anlage klingt das natürlich auch normal viel geiler. Wie, was? Ich mal bis Position. Ja, das ist nicht das Video, was gehangen hat. Das ist, wenn Speicherung lädt.
und die Verteidigungsanlagen schützen. Das will ich nicht. Ah, fuck! Gab's auch, glaube ich. Ja, fuck! Wollte gerade einen Raketenwerfer nehmen. Erledigen Sie den Panzer, Herr Hicks! Ah, zum Glück war ja ein Kontrollpunkt hier. Ach, war, ich schieß auf dich. Hast du das nie mitbekommen oder was? Boah. Was ist das denn? Na, nimm, Mensch, nimm. Ja, ich hab aus Versehen Kreis gedrückt, Mann. Lass mal nochmal schießen vorher. Ach, da ist schon. Das Leuchten der Petrosin in diesen Türmen bedeutet, okay, dass sie wie Benzinfässer hochgehen werden. Nehmen Sie sich Sprengstoff und veranstalten Sie ein Feuerwerk. Diese Türme machen unsere Luftunterstützung fertig. Okay, ist ein Kinderspiel. Sam, Sie übernehmen den Sprengstoff. Metko und ich halten die Linie vorbei. Keine Sorge, Sam. Diesmal gebe ich Ihnen Deckung. Ja, dieser Bereich war auch nicht gerade sehr einfach, also... Ach, das ist einer von meinen Leuten. Ach, hier kommen wir übrigens runter und wir finden, ich glaube, ein Dokument oder sowas, was ich aber natürlich schon bereits habe. Oder so eine Steintafel für Hellgast. Ach, da oben! Scheiße! Das ist manchmal ziemlich spieß, weil die hochkommen, auch direkt hinter uns sein könnten dann. Okay, Seth, bringen Sie Sprengstoff an der Konsole an. Okay, da war bloß nur der eine. Aber ich kann mich gut dran besinnen, dass ich beim ersten Mal auch öfters mal in so eine... so einer Kabine drauf gegangen bin. Können wir Fly schon? Auch Hilfe! Ich verblute! Wir müssen entscheiden, welche Türme zuerst angreifen und die Türme! Das müssen wir natürlich entscheiden. Natürlich nehme ich schon anderen, wenn ich jetzt einmal hier bin. Ja, ich weiß, der war flach. Mann, ich bin total am Arsch! So. So, Nummer 1. Okay, eine erledigt! Noch drei! So ein Zufall. Wir sind einer weniger und haben auch noch drei vor uns. Halten Sie das Maul, Netko! Ja, war gut. Oh, schönes Ding. Hey, nicht schlecht. So, wir laden nochmal nach.